Bier, 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 Bier. Bier, 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 Bier. Ich gehe die einzelnen Notenwerte jetzt mit dir nochmal genau Schritt für Schritt durch und ich mache das genauso, wie ich das mit meinen Schlagzeugschülern mache. Und fast alle sagen mir nach der Stunde, danke Tobias, jetzt habe ich es verstanden. Also dann lass uns gleich mal loslegen. Wir haben in einem Viervierteltakt vier Viertel. Daher hat der Viervierteltakt ja auch seinen Namen. Eine Viertelnote besteht in unserem Fall aus einer Silbe. In unserem Beispiel aus der Silbe Bier. Der folgende Rhythmus klingt also wie folgt. Bier, 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 Bier. Lass uns den Rhythmus einmal gemeinsam klatschen. Bier, 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 Bier. Bier, 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 Bier. Als nächstes kommt die Achtelnote. Eine Viertelnote besteht aus zwei Achtelnoten. In unserem Beispiel nehmen wir das Wort Schnitzel. Schnitzel, 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 Schnitzel. Wir klatschen mal und sprechen die Achtelsilben dazu. Schnitzel, 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 Schnitzel. Ich wette mit dir, du kannst deinen ersten Notentext jetzt schon selbstständig lesen. Bier, Schnitzel, Schnitzel, Bier. Bier, Schnitzel, Schnitzel, Bier. Bier, Schnitzel, Schnitzel, Bier. Bier, Schnitzel, Schnitzel, Bier. Fehlen uns noch die Sechzehntel. Die Sechzehntel bestehen aus vier Silben. In unserem Beispiel Käsesemmel. Käsesemmel, 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 Käsesemmel. Wir sprechen und klatschen das Ganze einmal gemeinsam. Käsesemmel, 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 Käsesemmel. Jetzt bist du schon in der Lage, einen etwas komplexeren Notentext selbstständig zu lesen. Wir gehen es mal gemeinsam durch. Bier, Käsesemmel, Schnitzel, Bier. Käsesemmel, Bier, Schnitzel, Bier. Bier, Käsesemmel, Schnitzel, Bier. Käsesemmel, Bier, Schnitzel, Bier. Bier, Käsesemmel, Schnitzel, Bier. Käsesemmel, Bier, Schnitzel, Bier. Jetzt gibt es noch einen Notenwert, der ein bisschen aus der Reihe tanzt, nämlich die Triole. Bisher war das so, dass wir die Noten immer genau in zwei gleich große Teile geteilt haben. Ein Viertel besteht aus zwei Achteln, Sechzehntel, 32, 64 und so weiter. Bei der Triole ist das ein bisschen anders. Da kommen nämlich drei triolische Schläge auf ein Viertel. Jeder, der in Mathematik aufgepasst hat, weiß, dass das mathematisch nicht ganz aufgeht und gerade dadurch entsteht musikalisch ein ganz besonderes Feeling. In unserem Beispiel nehmen wir für die Triole das Wort noch einmal. In unserem Beispiel klingt die Triole eben so. Noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Wir machen das Ganze einmal gemeinsam. Noch einmal, 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 noch einmal. Wir kommen jetzt zur dritten Übung und ich wette mit dir, du wirst keine großen Probleme haben, die dritte Übung selbstständig zu meistern. Schau dir mal an, welchen Notentext ich für dich vorbereitet habe. Lass uns das Ganze mal gemeinsam sprechen und klatschen. Bier, Schnitzel, noch einmal Bier, noch einmal Käsesemmel, noch einmal Bier. Bier, Schnitzel, noch einmal Bier, noch einmal Käsesemmel, noch einmal Bier. Bier, Schnitzel, noch einmal Bier, noch einmal Käsesemmel, noch einmal Bier. Bier, Schnitzel, noch einmal Bier, noch einmal Käsesemmel, noch einmal Bier. Wie hilft dir das Ganze jetzt bei der Einstellung von deinen Effekten? Du weißt jetzt also, wie die jeweiligen Notenwerte klingen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein schnelles Echo auf deinen Beat legen möchtest, dann nimmst du am besten ein Sechzehntel. Ein Sechzehntel, unsere Käsesemmel, hat die Einstellung 1/4. Dann haben wir nämlich ein Käsesemmel-Echo. Das heißt, wir haben vier Silben, vier Schläge auf einen Beat sozusagen. Also bei einer bestimmten Geschwindigkeit klingt das ganz interessant. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Echo-Out für ein Genre oder BPM-Wechsel nehmen möchtest, dann wäre vielleicht nicht das Sechzehntel, sondern das Achtel ganz hilfreich. Dann nimmst du einfach die Einstellung 1/2, nämlich einen halben Beat für dein Delay oder für dein Echo und hast da einen guten Effekt,
um ungefähr bei 120 BPM einen schönen Echo-Out-Effekt zu bekommen. Das klingt dann eben so. Du hörst den Unterschied, 16. Käsesemmel, 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 Achtel, Schnitzel, 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 Schnitzel. Also klingt dein Echo Out jetzt wie ein Schnitzel. Wie das Ganze in der Praxis klingen könnte, ich verlinke dir mal das Video hier, hier oder da. Auf jeden Fall, dazu habe ich auch schon mal ein schönes Effekte-Tutorial gemacht, wo du herausfinden kannst, wie das Ganze in der Praxis ganz gut umzusetzen ist. Jetzt würde mich mal interessieren, spielst du ein Instrument? Oder wusstest du schon von Anfang an, was Vierteltriolen, Achtel oder 32. sind? Schreib mir das einfach mal in die Kommentare. Vielleicht auch, was deine persönlichen Lieblingseinstellungen gerade bei dem Echo-Effekt sind. Ich persönlich, ich mag ganz gerne den Roll und vor allem den Slip-Roll. Was man damit genau machen kann und welche Möglichkeiten das dir für deinen Mix bietet, das zeige ich dir in einem anderen Video. Ich sage soweit danke, liebe Grüße, Tobias, alias DJ François Fromage.